Echo war für viele Fans des Marvel Cinematic Universe ein Überraschungshit. Eine unbekannte Figur, die eigentlich nur eine Nebenrolle in einer anderen Serie, einer anderen Nebenrolle spielte, hat hier wirklich eine sehr coole und spaßige Superhelden-Geschichte aufgebaut, obwohl ihre Fähigkeiten ursprünglich gar nicht wirklich das waren, worum es sich drehte und auch im Endeffekt gar nicht die allergrößte Rolle gespielt haben. Vielmehr geht es hier um die Vergangenheit, um ihre Abstammung, um ihre gesamte Blutlinie und was dort für heldenhafte Personen ihre Fähigkeiten bzw. ihre Attribute weiter vererbt haben. Auf eine schon fast mythologische Art und Weise. Und gerade das Ende von Echo lässt immer noch einige Fragen übrig, sowie auch die Post-Credits-Scene einiges für die Zukunft bereithält. Wir wissen ja, dass Kingpin auf jeden Fall in Daredevil Born Again zurückkehren wird und es gibt auch die ersten Gerüchte darüber, dass er eine Rolle im nächsten Spider-Man-Film bzw. in der nächsten Spider-Man-Trilogie spielen sollte oder könnte. Kingpin ist immerhin einer der größten und wichtigsten Gegner von Spider-Man in den Comics und auch in verschiedenen anderen Filmen, Serien und auch dem Videospiel. Mit der Ankündigung in der Post-Credit-Scene, dass er sehr wahrscheinlich für das Bürgermeisteramt von New York antreten wird, wird eine Story aus den Comics mehr oder weniger direkt schon angekündigt. In dieser Storyline wird Kingpin zum Bürgermeister von New York City und beginnt den Kampf gegen die Vigilantes, also gegen die Verbrechensbekämpfer, die nicht auf der Seite des Staates stehen, sondern mehr oder weniger auf eigene Faust handeln, so wie Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones und eben Spider-Man. Bereits vorher gab es einige Gerüchte, dass Kingpin J. Jonah Jameson zum Bürgermeister machen würde oder dass irgendwie diese beiden Figuren hier involviert seien und dann eben als Ziel haben, diese Vigilantes, diese Verbrechensbekämpfer in der Stadt zu unterbinden, zu jagen und zu stoppen. Das passt nicht nur perfekt in die ganze Idee, die wir schon am Ende von No Way Home sehen, denn auch wenn J. Jonah Jameson vergessen hat, wer Peter Parker ist, hat er immer noch einen Groll gegen Spider-Man und sein Heldentum und seine Aktionen in der Stadt. Kingpin sollten wir dem Glauben schenken, dass die Storyline der Netflix-Serie ungefähr zumindest so auch im MCU stattgefunden hat. Eine genaue Erklärung, warum es wahrscheinlich nicht zu 100% so war, habe ich im letzten Video gemacht, was ihr über das kleine i finden könnt, oder den Link am Ende des Videos. Aber jedenfalls sehen wir da auch den Grund, warum Kingpin ein Ziel haben könnte, dass diese Helden in der Stadt eben nicht mehr aktiv sind. Einen anderen Punkt davon haben wir allein ja schon durch Hawkeye, wo Hawkeye selbst und dann eben Kate Bishop ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Echo kam ja in einem Rutsch nachts um 3 heraus, knapp 4 Stunden. Das hat bei mir dann auch dafür gesorgt, dass ich alle Folgen am Stück durchgeschaut habe, weil ich das so spannend fand und meinen Schlafrhythmus komplett ruiniert habe. Doch da kommt der Sponsor des heutigen Videos ins Spiel, denn dank Audible habe ich jetzt ein wunderbar gelesenes Hörbuch zum Einschlafen von Haruki Murakami und dem Roman Die Stadt und ihre gewisse Mauer. In diesem Roman geht es um einen namenlosen Erzähler, welcher sich mit 17 Jahren unsterblich in ein Mädchen verliebt, dessen wahres Ich aber in einer geheimnisvollen Bibliothek in einer abgeschotteten Stadt existiert, in die man nur eintreten darf, wenn man seinen Schatten am Tor zurücklässt. Um sie wiederzufinden, betritt er diese Stadt, doch sie erkennt ihn auf einmal nicht mehr. Nach rätselhaften Ereignissen kehrt er dann zurück in die Welt außerhalb, lebt in Tokio, aber kann die Erinnerung an das Mädchen Jahre und Jahre und Jahre nicht loslassen. Schließlich nimmt er dann eine Stelle in einer alten Bücherei in Fukushima an, wo die Realität langsam ins Wanken gerät. Der Roman erkundet melancholisch, zärtlich und philosophisch Themen wie verlorene Liebe, Selbstfindung und die Möglichkeit, Mauern zu überwinden. Das Ganze wird gelesen von David Nathan und ist so schön und unaufgeregt, aber spannend genug, dass ich dazu super entspannt dazu einschlafen kann und mich dennoch super auf die nächsten Kapitel freue, wenn ich am Abend darauf dann wieder in meine Federn falle. Via App und eben meinen Boxen kann ich dieses und eine ganze Menge anderer Hörbücher perfekt abends abspielen, aber auch nur auf dem Handy mit Kopfhörern oder generell ist Audible immer super, egal wo ich bin. In einer gewaltigen Bibliothek findet ihr sicher, was euch gefällt. Geht jetzt unten auf den Link in der Videobeschreibung, um Audible zu erforschen und das für 30 Tage lang kostenlos zu testen und mich gleichzeitig zu supporten. Danke an Audible für Sponsoren dieses Videos und jetzt geht es zurück zur Post-Credit-Scene.
Diese kleine Post-Credit-Scene, wo wir also sehen, Kingpin könnte jetzt zum Bürgermeister werden, gepaart mit der Tatsache, dass Maya in seinen Geist geschaut hat und gesehen hat, was seine Vergangenheit, seine Erinnerung, sein Trauma gesehen hat, was ihn zu dem werden lassen hat, was er ist, diesen gewalttätigen Mann, der immer wieder in diesem Gewaltzyklus feststeckt, könnte der Aufbau für die nächste Storyline sein, könnte der Aufbau dafür sein, wie eben Kingpin im MCU jetzt eine Rolle des sozusagen Street-Level-Thanos aufnimmt. Er könnte quasi der Big Bad gegen unsere anderen Street-Level-Helden sein, der hier irgendwie daran gehindert werden muss, die Macht zu ergreifen. Und die Tatsache, wenn er jetzt das Bürgermeisteramt von New York übernehmen würde und damit die Polizei und Co. unter Kontrolle hat, mehr oder weniger, würde noch viel mehr eine Grundlage dafür geben, warum Kriminalität in der Stadt steigen könnte und die Helden vielleicht Probleme haben, diese zu bekämpfen, da sie selbst im Schussfeld stehen und selbst eben im Ziel der Polizei und Co. sein werden. Gleichzeitig öffnet das die Bühne für auch eine Introduction von unter anderem Miles Morales oder vor allem eben seinem Vater, der ja ein Polizist ist, der unter anderem in den Comics und auch in der Storyline in dem Animationsfilm und dem Videospiel hier und da mit Spider-Man zusammenarbeitet und dann doch eher auf dessen Seite ist, auch wenn er vielleicht nicht zu 100% unterstützt, was Spider-Man tut. Eine andere Tür öffnet sich natürlich ebenfalls hier für eine Gwen Stacy-Rolle, deren Vater ja ebenfalls ein Police Commissioner ist, der hier, oder Police Captain ist tatsächlich, der hier gegen Spider-Man mehr oder weniger aktiv wird. Also auch da ist die Möglichkeit, dass wir im nächsten Spider-Man-Film beispielsweise eine Gwen Stacy auf dem College mit Peter Parker kennenlernen und Kingpin dann dafür sorgt, dass ihr Vater gegen Spider-Man quasi wirklich angesetzt wird und dadurch dann der Konflikt zwischen Privat und der Heldenpersona bei Spider-Man entstehen könnte. Wie gesagt, wir wissen auch schon, dass in Daredevil Born Again Kingpin hier mit eine sehr große Rolle spielen wird und Matt Murdocks Rolle als Anwalt, der Leute verteidigt gegen den Staat, könnte natürlich hier auf zweier Weise auch wieder eine Problematik mit Kingpin darstellen, wenn dieser den Staat New York oder die Stadt New York repräsentiert als Bürgermeister. Neue Gesetze könnten erlassen werden, durch die Polizei verordnete Dinge könnten getan werden, gegen die sich Matt dann vor der Bank, aber auch als Held durchsetzen müsste. Wie gesagt, in der Storyline in den Comics ist das Ganze ebenfalls passiert. Dort wird Kingpin dann eben der Bürgermeister, kämpft gegen die ganzen Superhelden da an, kriegt dann wieder von Daredevil auf die Schnauze und Daredevil lässt ihn dann versprechen, dass er zurücktritt und aufhört, die Leute eben zu jagen und dann ist Daredevil kurz, also nicht Daredevil, sondern Matt Murdock ist dann kurz Bürgermeister und dann ist auch Luke Cage danach plötzlich direkt Bürgermeister. Also das Bürgermeisteramt hat schon einiges durch in den Comics, auch Norman Osborn und was weiß ich, also da waren so viele Leute dabei, das ist einfach, da würde ich mich jetzt gar nicht zu sehr drauf festlegen, wer da alle schon Bürgermeister war und wer nicht. Aber die Grundlage für eine gute Storyline ist auf jeden Fall da und ich denke, das ist das, was uns gerade die Post-Credit-Scene auch hier anleiten soll. Ich denke, auch Echo wird eine weitere Rolle in Serien wie beispielsweise Daredevil Born Again und Co. spielen, denn sie hat sich jetzt ja scheinbar als Ziel gesetzt, ihren brutalen, blutigen Onkel mehr oder weniger von seinem Trauma zu retten und zu befreien und hat dies ja bereits versucht, bevor sie dann mehr oder weniger wieder da aus seinem Gedächtnis rausgeschmissen wurde oder rausgetreten wurde. Er fragt sie zwar, what did you do, aber ich persönlich gehe jetzt von dem, was ich gesehen habe, davon aus, dass sie es noch nicht geschafft hat, ihm eben diese Brutalität und diesen Wunsch nach Brutalität zu nehmen, aber jetzt quasi Blut geleckt hat in dem Sinne und versucht immer und immer wieder, ihn zu retten und nicht ihn weiter zu töten, was sie ja bisher vorhatte. Es ist sogar sehr gut möglich, dass hier auch noch in Captain America 4 eine Rolle mit reinspielt, denn Captain America hat ja zuletzt in Falcon and Winter Soldier mit dem Power Broker zu tun gehabt und die ist ja jetzt als Sharon Carter wieder aktiv in der CIA in Amerika als Power Broker und in den Comics ist der Power Broker eigentlich dafür verantwortlich, wortwörtlich Kräfte zu verleihen. Wer hat hier Kräfte plötzlich, die er bei Daredevil noch nicht hatte? Kingpin.
Es ist also gut möglich, dass wir hier jetzt den Anfang von dem sehen, was viele Leute sich zurückwünschen. Das große Vernetzte innerhalb des MCUs. Kingpin könnte wortwörtlich der Street-Level Thanos sein, wo dann Leute wie eben Captain America und Daredevil und Spider-Man und Echo und Jessica Jones und Luke Cage und Iron Fist und wer weiß ich da noch alles aktiv gegen diesen agieren müssten, um eben weitere Kriminalität in der Stadt, gerade New York, niedrig zu halten, beziehungsweise ihn in Grenzen zu halten, während er die Helden jagt. Er ist eine wahre Bedrohung, wenn er diese Rolle als Bürgermeister einnimmt, für Leute wie beispielsweise Echo, Daredevil und Co. Ich denke, dass J. Jonah Jameson wahrscheinlich gegen ihn antreten wird als Bürgermeisterkandidat und wir da eine lustige Interaktion haben werden und diese dann eben vielleicht mit Spider-Man verknüpft ist. Aber hey, was denkt ihr denn? Glaubt ihr, dass das die Bedeutung der Post-Credit-Szene ist? Ist es das, worauf es hinausläuft? Wird er wirklich Bürgermeister oder versucht er nur Bürgermeister zu werden und scheitert dann daran? Werden wir eine Storyline bekommen, die sich dem eben gleicht, was in den Comics passiert, dass er dann eben den Superhelden den Kampf ansagt oder ist das eher die Aufgabe von J. Jonah Jameson und die ganze Idee stimmt, dass eben Kingpin nicht selbst zum Bürgermeister werden will, das sind ja die Gerüchte, sondern dass er einfach nur J. Jonah Jameson sponsert, damit dieser Bürgermeister wird als quasi Strohmann für Kingpins eigentliche Sachen und er dann eben sagt, hey, ich habe dich zum Bürgermeister gemacht, du hast jetzt diese Macht, das zu machen, was du willst und er wird dann wahrscheinlich auch diese Leute wie Daredevil und Spider-Man und Co. jagen, primär Spider-Man und Kingpin kann im Hintergrund weiter seiner Kriminalität nachgehen und das vielleicht sogar noch etwas besser als vorher und Matt Murdock kann ihm nicht mehr wirklich an den Hals kommen, weil er eben den Bürgermeister an seiner Seite hat. Was glaubt ihr? Schreibt das in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, Rinjahan.